Herzlich willkommen zum Halloween Special. Ja, es ist schon wieder was länger her, aber wir kochen mal wieder. Jo. Dennis ist immer noch kaputt. Genau. Kaputt. Genau, das lassen wir einfach so stehen. Der ist einfach noch kaputt. Und wir kochen heute. Vielleicht kann der eine oder andere es erahnen. Vielleicht weiß jemand, was es werden könnte. Für alle, die es nicht wissen, es wird ein Kürbisrezept. Tada! Und zwar aus dem Monzi-Kochbuch und zwar auch von Zaubertopf. Zaubertopf. Also ist gar nicht von Monzi direkt, sondern von Zaubertopf Magazin. Gibt es ja auch von Thermomix-Version, Cookit-Version gibt es mittlerweile. Und wir machen den. Den Hacktopf. Kürbis-Hacktopf. Heißt das Ding in Monzi. Ist halt ein cooles Rezept, weil wir keine Teller brauchen werden. Genau. Weil der Kürbis ist unser Teller. Das ist schon echt genau. Cool. Den zeige ich mal einmal. Das sind die Kürbisse. Wir haben 4 Stück. Das Rezept ist auch für 4. Wir teilen das jetzt auf 2 Geräte auf. Macht richtig Spaß, die auszuhöhlen. Das kann man ganz klar so sagen. Die müssen jetzt, das ist nämlich der erste Schritt, in den Ofen bei 200 Grad ein bisschen gesalzen werden von hier. Das hatten wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Und jetzt lassen wir die einfach für, was hat er gesagt? 30 Minuten. 30 Minuten. Bleiben die jetzt da drin. Guck mal, ich habe hier noch so einen oldschool Zettel so ausgerollt. Das ist krass. Also, genau, 30 Minuten werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Das sind 30 Minuten. Teil mal 30 Minuten. Ja, sollte. 30 Minuten. Ja, dann los geht's. Ist der Lead bei dir? Der Lead ist bei mir. Ich darf dich guiden quasi, ne? Das ist, du bist also, quasi das Guided Cooking. Mal kurz darauf. Dieses Rezept sowie weitere geniale Koch- und Backideen plus, also da ja, nochmal kurz Werbung fürs Magazin. Backofen auf 200 Grad haben wir. Viele kleine ausgehöhlte Hokkaidos. Was auch schon mal spannend war, kleine Hokkaidos ist halt so ein Thema. Also wir glauben, dass es echt viel sein wird. Bin leicht eskaliert, weil ich schon wieder, ich verstehe nicht klein. Klein, ja, das ist genauso wie bunt. Bunt Petersilie, ja. Ja, bunt. Was? So, ich kann auch so ein bunt bilden. Ja, genau. Also kann ich. Also klein, ja. Das sind so Zimt, aber das ist so. Ich sag mal die Standardgröße. Ja, ich glaube, viel kriegst. Kleiner kannst du auch nicht kaufen. Nee, also ich habe sie noch nicht kleiner. Ich auch nicht. Wir haben ja erst geguckt, da war so ein riesen Berg, aber war nichts. So, die Blättchen von einem halben Bund Petersilie. Bund. Guck mal, wir haben die Petersilie. Und die Nadeln von zwei Zweigen Rosmarin. Dann kannst du dir schon mal zwei Zweige Rosmarin abschneiden. Dann würde ich uns mehr oder weniger die Petersilie aufteilen. Das müsste ich schon nicht. So, wir haben gefrorene Petersilie genommen, das muss man dazu sagen, weil. Die Petersilie im Garten war pissig. Kann man das so, das kann man so sagen. Also da hat der Hund einfach gegen gepinkelt. Mehrfach. Und normalerweise... Bei einmal hätten wir nichts gesagt, hätten wir genommen. Also wäre ja egal gewesen. Zusatzaroma. Aber mehrfach. Ja, das ist... wahrscheinlich pinkeln auch so Tiere dagegen. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht machbar. Wenn man es weiß, finde ich das nicht mehr cool. Das ist wie für Veganer. Also nicht Veganer, so meine ich. Ja, aber das... Wenn du nicht weißt, was da auf deinem Teller liegt, wie das Schwein gelebt hat, dann das ist dir vielleicht nicht so egal. Also wir haben letztens Insektenburger gegessen und da war es halt so, dass die Hälfte am Tisch gesagt hat, nee, weil es sind Insekten drin. Und mir war es halt egal. So. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen so einem Veggie-Kram. Ja. Reden wir jetzt vom Veggie, also nicht diese, Insekte. Also diese, und nicht Insekten, sondern diese so, was du dann auch so Veggie-Gedöns mit Soja. Ja. Dann würde ich den Insekten mal nehmen. Die mag ich lecker. Ja, ich habe mal Insektenriegel probiert, die fand ich aber nicht geil. Konsistenz war geiler als bei den meisten Veggie-Geschichten, einfach weil du ja sonst diese Tofu-Geschichte so ein bisschen. Ja, wohl, ich finde ja gerade bei Hamburg, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, finde ich, dass Veggie-Varianten immer relativ gut sind. Tofu nicht unbedingt, weil Tofu vielleicht schmeckt, aber wenn du die aus Bohnen oder die haben letztens auch so Brokkoli, Bratlinge. Ja, aber wenn du eine geile Soße drauf hast, du hast Tomaten drauf, du hast. Ja, okay, dann klar. Dann hast du so einen fetten Burger, dann schmeckst du den Patty gar nicht so krass raus. Ja, aber dann schmeckst du den Patty nicht. Bei dem Insektenburger hast du den Patty halt trotzdem wahrgenommen, auch geschmacklich, und es kam halt. Aber war das 100%? 100%. Und was? Mehlwürmer? Oder?
Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht drauf. Darum ging es nämlich dann in dieser Diskussion, die wir am Tisch hatten. Ja, was ist denn da drin? Und ich habe gesagt, ich will es halt nicht wissen. Insekten. Ja, so, ja. Das von mir aus war dann, da kann alles mir egal. War lecker. Okay, also das Shoutout an den Insektenburger-Hersteller. Wie auch immer es war. Ich habe keine Ahnung. Da würde ich gerne mal lieber so Beyond Meat probieren oder sowas. Also, wer da schon mal was von probiert hat, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie die schmecken. Beyond Meat ist ja, die haben ja in den USA jetzt, glaube ich, eine Kooperation mit McDonald's für die ganzen Veggie-Burger und so. Ja, das ist So, 5 Sekunden, Stufe 8. Das finde ich jetzt natürlich das Geile, weil ich kann im Grunde 1:1 übersetzen. Weil ich brauche dann auch, was? Stufe 8? Ja, Stufe 8, ja. Beim Cookie ist es nicht so. Beim Cookin ist es ja immer so, dass man da tatsächlich so ein bisschen die Schritte variieren muss, weil die ja einfach anders sind von Werkzeugen her. Und hier kannst du es natürlich 1:1 übersetzen. Also jeder, der irgendwie mal Zaubertopfheft vom Monzi hat, kann man so ein Cookit benutzen und andersrum genau das gleiche. Brauchst du einen Spatel? Ich brauche einen Spatel, ja. Ich muss auch nochmal, weil bei mir ist das erstmal so ein bisschen sehr hoch. Dann hier einmal. Ja, irgendwo ist noch ein bisschen Zeit versetzt. Das ist natürlich blöd. Die Kräuter umfüllen übrigens. Was für jetzt die Rosmarin-Dinger und ein bisschen Petersilie. Das ist ja nicht umfüllen. Ne? Aber da kann ich ausfüllen bei sowas. Ne? Das finde ich auch total ätzend. Dann sag mal, schnüffel dich schon mal kurz oder sowas. Ja, vor allem, was hat sich jetzt hier getan? Ja, nichts. Die Dinger sind immer genauso groß. Hätte ich das gewusst, hätten wir den Punkt von mir nicht mehr überspringen dürfen. Ja, das hat man. Jetzt reißt er die Ego-Runde. Das ist sogar die Hexe, die vorhin noch anders hieß, aber das wollen wir nicht näher betiteln. Herrlich. Schaut auch noch mal die Schwiegermutter. Wow. Ich weiß, dass sie kein YouTube guckt, von daher kann ich hier stehen. Da kann ich müsste, wenn da meine Frau müsste, mich verpetzt. Oh, das wäre natürlich auch absoluter Hochverrat. Scheiße. Jetzt kann deine Frau also beweisen. Der Druckmittel jetzt gegen mich. Meine Schwiegermutter weiß das nicht so lieber. Ja, du bist aber auch so süß. Ich muss mit charmant gut aussehen. Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel. Ne? Man muss ja bescheiden bleiben. Nee, finde ich gar nicht. Naja, müssen wir jetzt hier ausspülen wahrscheinlich wieder, oder? Ja, damit fange ich aber nicht an. Na gut, dann machen wir an. Weil wenn ich ausspülen, die Kräuter kommen ja da auch. Also, ich wollte sagen, wenn ich ausspülen, da steht. Was stand da? Die Kräuter umfüllen stand da. Hat er gedacht. Eine Karotte in Stücke in den Mixbehälter geben. Ich reiche das noch rüber. Wir haben wirklich echt relativ gut schon vorbereitet, damit es nicht wieder ein 60-Minuten-Video wird. Eine halbe Zwiebel dazugeben, also können wir sofort. Und was mit dem Knoblauch? Den Knoblauch werden wir wahrscheinlich auch dazugeben müssen. Ja, das will ich jetzt. Also ich habe meinen Knoblauch da aufgehoben. Ein Knoblauch. Hast du Glück gehabt? Hast du Glück gehabt? Ich hatte das schon. Das Schöne, wenn man oft mit so einem Ding kocht oder öfter mit so einem Ding kocht, man kann die Schritte so ein bisschen vorhersehen. Ja. Und jetzt, was, welche Stufe? Stufe 8, 6 Sekunden. 6 Sekunden Stufe 8, dann machen wir das nochmal und. Genau! Okay, sehr schön. Ich bin immer verwirrt, ob die uns jetzt anschneiden müssen bei dem Ton von Monzi. So hört sich das immer an. Guck mal, wie schön das klein gemacht wird. Oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Du hast sogar noch ein bisschen gröbere Stücke. Ja, das ist. Aber das ist. Die Zentrifugalkraft zu groß ist. Weil hier hat tatsächlich eine Karotte überlebt. Also so richtig überlebt. Ja, bei mir nicht. Die Karotten sind durch. So, mit dem Spatel nach unten schieben. Wer hätte es geahnt? So, 20 Gramm Olivenöl. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du da. Jetzt glaube ich nicht groß an abzugeben. Naja, das muss ja einfach nur rein. Und Schuss. Aber muss ich, das hier ist zum Beispiel eine Sache, die ich beim Cookit geiler finde. Du hast halt eine Direkttaste zur Waage. Hier muss ich halt immer. Ja, mir zeigt er jetzt die Waage halt auch an. Ja, 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 weil es halt im Rezept ist. Im Rezept macht er das auch, aber im Grunde muss ich hier halt, wenn du manuell kochst, musst du quasi immer nichts auf die Waage draufgehen. Okay, jetzt warten wir das Ganze mit der Gülse halt an. Ja, warten kann ich jetzt. Will ich jetzt so nicht sagen, dass ich warte jetzt, aber. Wir dünsten mal ein bisschen vor uns hin. Ja, wir machen es mal warm, irgendwie in irgendeiner Form.
So, aber dafür brauche ich 3 Minuten. Erst dann der Linkslauf ist es bei uns, oder? 3 Minuten? Und dann bei 130 Grad. Ja gut, da fange ich. Ist auch nicht mehr. 120. Oh, ist natürlich gut. Thomas, was? Stufe? Achso, Linkslauf. Stufe 1, okay. Einfach nur rühren. Ja, würde ich sagen, die 3 Minuten können wir falsch machen. Werbung. So, da sind wir wieder, um es nochmal in Dennis alter Manier zu machen. So, ja, so schauen wir mal, ich gucke erstmal die Nachbar, der nächste, bevor wir 500 Gramm gemischtes Hackfleisch in die Mixbehälter bröseln. So, dann müssen wir jetzt, wir haben jetzt hier so richtig konform, machen wir mal eben hier. Wir haben nämlich wie immer, tatsächlich wie immer, das Hackfleisch von Grotto. Ich muss auch dazu sagen, es ist immer noch die eine Bestellung aus, ich glaube, Mai, die immer noch eingefroren bei uns hier ist. Ist einmal selbst gemischt sozusagen, weil es soll gemischtes Hackfleisch sein, Rind und Schwein. Und dann, wenn wir die Hälfte brauchen, soll jetzt hier fachmännisch abbiegen. Ja, das ist aber unkonform. Ne? Also bei dir guck mal, und den Rest kommt dann bei dir, weil das müssen dann genau so auch um die 240 Gramm sein. Ja, 230 passt wohl. Da hatte ich ein bisschen mehr Fleisch. Da ich mich nicht kommt. Beschweren. Ein Teelöffel Salz und ein halber Teelöffel frisch gemahlener Pfeffer. So, dann haben wir hier, pass auf, ja warte, ein Teelöffel Salz, weil jetzt will ich, eine Sache finde ich nämlich, tatsächlich habe ich gekauft, finde ich auch mega geil, Teelöffel, kennt vielleicht jeder diese Messdinger, weil, halber Teelöffel, die habe ich tatsächlich auch zu Hause, finde ich mega geil, in mega bunt habe ich die, ja habe ich auch, die finde ich super geil, ehrlich. Weil du kannst halt ganz genau, ja natürlich bei Gewürzen und man kann es eh nochmal nachholzen. Ich finde es aber cool, gerade wenn man so nach Rezepten kocht oder sowas, dass man es einfach relativ simpel einen halben Teelöffel so machen kann. Grundsätzlich bin ich das ist schwer, aber es ist mega. Und Mörsern und so in der Küche ist halt einfach cool. So, dann sagt man hier auch. Während dem nächsten Schritt nach 3 Minuten mit dem Spatel durch die Deckelöffnung mitrühren. Gut, das werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil wir jetzt natürlich auch die Hälfte an Fleisch haben. Ja, wir sollten dann mal dran mal reingucken. Aber wir jetzt dann die Waage weg. Und was müssen wir jetzt machen? Also was? 7 Minuten. Bisschen rühren. Bei 130 Grad. Also Maximum an. So, wieder rühren, ne? Ja. Aber eins, ne? Ja, herrlich. Das Schöne ist, jetzt haben wir 2 Minuten was erzählt. Und wir können direkt noch eine Werbung machen. Das schon krass. Also, Spaß bei der Werbung. Werbung Ende. Genau. Ja. So, nicht anders. Ja. Wir ballern hier heute richtig durch und gucken mal, was jetzt der nächste Schritt ist. Ab. Ja, wenn meiner will. Weil während Martin das aufmacht, schön schon mal abonnieren, weil ich kann euch schon mal sagen, wir haben gerade schon mal ein bisschen was vorbereitet, das seht ihr nicht, aber es hat was mit Schokolade zu tun. Es hat was mit Nuss-Nougat-Creme zu tun, Butter und das Ganze wird im Varuma gemacht, nämlich Steam-Brownies. Also unbedingt abonnieren, dann verpasst ihr das Video für die Steam-Brownies auch nicht. So. Weiter geht's. Also wir haben das Ganze dann ja jetzt hier durch. Also mit dem Spatel nach unten schieben steht hier jetzt nicht, aber es macht halt einfach Sinn, weil ich habe hier die ganze Brühe so ein bisschen auch oben hängen noch. Das ist jetzt eine schöne matschige Angelegenheit da drin. Ich hole mal in der Zeit schnell den Schmand. Das ist sehr schön. Ja, weil da müssen, was hast du gesagt, 15 Gramm? 15 also Gramm Schmand in den Mixbehälter, also die Hälfte, also so, ja, eigentlich 7,5. Aber ich glaube, ich mache einfach mal so einen Löffel, das müsste ja. Oh. Na gut, Schmand. Ich wollte gerade, Schmand macht, glaube ich, nichts kaputt, so ein Löffel Schmand ist eigentlich immer geil. Bei mir sind es 20 Gramm. Ja, guck mal, das ist okay. Das ist doch hervorragend. Ja, weil es so schön ist, machen wir das Ganze nochmal eine Minute. Noch eine Minute. Auf 100 Grad, Stufe 1. Die kriegen wir aber überbrückt. Da können wir uns noch irgendwie was einfallen lassen, was wir da Schönes reden können. Ja, was, das glaube ich, das Wichtigste ist. Also, wie sagst du, eine Minute? Mal erstmal eine Minute an. Ja gut, dann ich bin dann ein bisschen schneller fertig. Schau mal, es läuft nämlich. Achso, 100 Grad, ne? 100 Grad. Oh nein, jetzt hat er verkackt.
Sache, wir kriegen die Zeit voll. Also wir können eine Minute reden, weil... Na guck mal, kann ich nachträglich einstellen? Guck mal, 100 Grad. Wichtig, falls du gerade noch nicht abonniert hast, hast du jetzt noch mal die Zeit. Du willst aber wissen, Leute. Schön das Glöckchen drücken, ja, dann wirst du auch benachrichtigt. Liken nicht vergessen, teilen nicht vergessen, das hilft uns nämlich. Sprecht über uns. Empfehlt uns euren Freunden. Habe ich nämlich gelernt. Ich gucke ja eure Videos auch. Wenn ich nicht gerade selber hier rumstehen muss. Muss der Arme. Ist immer so scheiße hier. Ist immer total kacke. Ja, wir zwingen ihn regelrecht. Ja, wir zwingen ihn regelrecht, damit er hier was hinkommt. Ihr nicht seht, da steht jemand hinter der Kamera und der richtet eine Waffe auf mich. Ja. Ja, eine Kalaschnikow. Nein, ich mache das gerne. Alles gut. So, also ich bin fertig. Jetzt müssen wir noch 10 Sekunden oder so überbrücken, glaube ich. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der danach noch mal abkühlt. Ja, das ist ein schneller Witz. Das ist ein schneller Witz. Das könnte man schnell. Vielleicht. Ja. Was ist gelb und fliegt? Eine Zitrone. Der ist schlecht, aber... Nächster Schritt. Nächster Schritt. Flach. Ganz schnell zum nächsten Schritt übergehen. Flachwitze Freitag. So, also, das also sieht jetzt irgendwie sieht das anders aus wieder. Das ist halt immer so ein bisschen, wenn wir mit zwei Geräten kochen, ich finde, ja, find, deins ist sämiger. So, ja, meins sieht ein bisschen nach Kotze aus, ne? Und, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber deins ist sämiger, oder sehe ich das, meins jetzt noch flüssig? Hast du dann, hier, willst du das mal, wir können es ja einmal kurz, boah, das ist aber richtig flüssig. Wieso ist deins denn so flüssig? Also, wir können das mal so ein bisschen hochhalten, ich halte es mal so. Also bei mir ist Suppe. Also ich, ja, ich tropfe mir so jetzt auf die Finger und verbrenne mich, weil das ist halt die, also das ist auf jeden Fall anders. Ich will es aber jetzt auch mal... Na, du bist ja anders. Ich probiere das jetzt auch. Mmh. Oh, das ist ja voll lecker. Vor allem den Hals. Mmh. Oh, aber... Das ist richtig lecker. Mmh. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ey, das glaube ich auch nicht. Das könnte ich mir auch voll geil jetzt einfach nur noch Nudeln rein, One-Pot-Gericht, fertig. Ja, safe. Boah, geil. Mega. Also ich glaube, der Aufwand mit diesen Kürbissen, damit er das in den Kürbis füllt, ist einfach nur eine Sache, dass das auf dem Teller geil aussieht. Also das braucht keine... Nee, du hast ja keinen Teller mehr dann. Aber, ja, auf Tisch. Ja, aber einen Untersetzer brauchst du drauf. Du isst halt aus dem Kürbis. Ja. Ja, ja. Halloween Special. Ist mega. So. Auf dem Tisch, aber ich glaube, hier Nudeln rein, mega. So ein paar schöne Tortellinis. Oh. Ja, oh, mit einer guten geil Füllung. Das wäre auch geil. Ich habe jetzt gerade schon mal gespickt. Wir müssen jetzt quasi das Zeug einmal hier reinfüllen. Und das mit meiner Konsistenz auch? Ja, das ist gerade auch mein Thema. So, jetzt ist halt die Frage, ich würde sagen, wir... Ja doch, wir machen das einmal hier. Ich habe ja so ein schönes Gleitbrett. Schönes Gleitbrett, ja. Ganz kurz Werbung gemacht. Martin kriegt übrigens auch ein Gleitbrett. Das ist schön, weil... Als Bezahlung, weil guck mal. Ach, meiner saugt sich halt fest an der Dings. Das ist nicht mehr schön. Wenn ich jetzt nicht so feste ziehe, dann haben wir eine Baustelle. Dann haben wir nämlich ganz viel Kürbiszeug auf dem Boden. So, dann nehmen wir das mal eben. Guck mal, ey, als ob es dafür geplant war. Oh. Oh ja, das ist aber Augenmaß ja, gewesen. Arbeits... Ja gut, da darf halt keiner von der BG kommen, aber ich meine... So. Wenn ihr nichts sagt, also ich rufe die BG nicht an. Gott sei Dank. Der kriegt nämlich auch keine Bezahlung, ist nicht angestellt, also war freiwillig. Mist. So. Das mache ich, wenn hier ein Unfall passiert. Also da muss jetzt einfach nur eingefüllt werden. Einfach nur eingefüllt werden. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal und... Wobei ich mir Sorgen mache, weil deins halt einfach von der Konsistenz her... Ja gut, aber... ...um einiges schöner ist wie meins, aber gut. Es kommt ja nochmal in den Backofen, glaube ich. Ja, aber ich glaube, da erinnert sich nicht mehr viel dran von der Konsistenz. Es wird, ja, es wird also halt überbacken, ne? Also... Bei mir ist halt also auch wieder die Baustelle da. An sich schon geil, das muss ich schon sagen. An sich irgendwie schon geil, so von. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich ein Halloween-Party oder was heißt ein Halloween-Party, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, Freunde einlädst und du machst echt so eine Motto-Party, ist das natürlich schon cool, wenn du das in so einem Kürbis servierst, ne? Ja, das ist geil. Definitiv. Aber ich gebe dir aber recht, muss das sein. Ich finde halt schon, dass das, also optisch natürlich geil, aber hier jetzt einfach so ein paar Tortellinis oder so dran. Ja, ey, perfekt. Einfach ja, ich wollte gerade sagen, also ich bräuchte den Kürbis jetzt auch nicht zum... Nee, so kann ich es nicht. Nee, dann mach du jetzt... Ich wollte halt wegen Kamera und so, habe ich gedacht. Wir zeigen uns gerade, schöner Rücken kann auch entzücken, aber... So, da zeigt sich dann halt wieder... Boah, das ist... Aber wieso ist deiner denn... Dafür ist meiner halt nicht so voll, ne? Also ob bei mir das Wasser halt hart verdampft wäre. Ja, gibt's... Weißt du, was es ist? Ich hatte bei mir den Deckel drauf oben. Also meinen Aufsatz.
Weil nirgendwo im Rezept stand, dass ich ihn abnehmen soll. Sonst steht das ja, da. Aber ich, ja aber ich glaube, ich hätte den weglassen müssen. Dann wäre ein bisschen mehr Flüssigkeit verdampft und dann hätte ich eine andere Konsistenz. Also fürs nächste Mal, da probiere ich das sagen, definitiv. Gib's einfach rein. Gib das jetzt bei dir oben drauf. Ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass es von der Menge her reicht. Irgendwie auch nicht. Warte, ich nehme mal meinen Spatel, dann kann ich nämlich ein bisschen auskratzen. Noch ein bisschen. Ja. Und dann wahrscheinlich nur noch Käse drüber. Und, passt. Ja, und wir haben ja irgendwie den Rosmarin hier noch liegen. Ach, der muss ja auch noch rein, ne? Und Gedöns. So, wir gucken mal eben rüber. Mit Kräutermix und Kürbiskern bestreuen, servieren. Du hast deine auch irgendwo hier stehen, ne? Das kann doch nicht sein. Da war doch noch was. Ach so, Entschuldigung. In die Kürbisse füllen, mit 200 Gramm geriebenem Gouda bestreuen und 5 Minuten überbacken. Ja, aber muss die Kräuter jetzt schon drauf oder nicht? Nee, die sollten danach dann drauf quasi. Aber ich glaube... Wie jetzt danach? Aber muss trotzdem alles in den überbacken, Ofen, überbacken, überbacken. Muss trotzdem alles in den Ofen? Ja, und danach sollst du das bestreuen. Nach dem Ofen? Nach dem Ofen, ah. Wenn der Käse über... Aber ich glaube... Ich finde es halt geiler eigentlich wahrscheinlich. Ich mache das, glaube ich, aber auch so wie du. Ich stelle zumindest bei, ich mache das bei einem, mache ich das auch ja. So. Und bei dem anderen probiere ich das aus, ob das irgendwie einen Unterschied macht, wenn man das erst nachher drauf also macht. Also den Käse haben wir natürlich im Thermomix geraspelt. Da muss ich aber immer sagen, das würde ich immer, ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, einmal 3 Sekunden Stufe 10. Ja, mehr war es nicht. Nee, Stufe 5. Nee, Stufe 6. 3 Sekunden Stufe 6 und dann noch einmal eine Sekunde auf Stufe 8. Weil dann ist der halt relativ also teilweise noch richtig grob, reicht aber zum Überbacken. Und der hat halt nicht, der klebt halt nicht so. Ich finde, wenn man in dem Thermomix zu lange ja, zerkleinert, ist es halt echt kacke. So, bei mir versinkt der Käse halt jetzt auch einfach, weil es einfach ja, so flüssig ist. Richtig, das ja. Ist halt einfach jetzt... Ja, bei mir läuft jetzt auch alles über quasi, mehr oder weniger. Also, das ist echt blöd. Sind übrigens ist mehr als im Rezept steht. Ja, weil ihr wisst, als Holländer kann es nicht genug Gouda sein. Gouda, Gouda. So. Billige Holländer, das ist auch immer cool. Hast du also ein bisschen Gouda? Weißt du? Nee, tatsächlich nicht. Ja, was ist jetzt hier Phase? Das Ganze geht jetzt 5 Minuten im Backofen. 5 Minuten nur? 5 Minuten, das wird einfach nur überbacken. Bei? Steht da nicht. Das finde ich natürlich auch Weltklasse. Überbacken. Ich würde ihn einfach auf Oberhitze knallen, damit er von oben ordentlich Schub kriegt. So, volle Schubrakete, damit der Käse schön goldbraun wird. Unterhitze, Pizzastufe, nee, Pizzastufe ist oben. Ich kann noch jetzt Grillstufe, Heißluft grillen. Ja, sowas in der Art. Finde ich auch geil. Das muss ja nur goldbraun ja, werden. Ja, ich mache trotzdem einfach ein bisschen Ober-Unterhitze, weil nicht, dass das... Ja, er flext einfach nur gern mit seinem Backofen, dass er da... 8000 verschiedene Möglichkeiten hat. 8000 Möglichkeiten. Unterm Strich kann ich eins versprechen, alle Möglichkeiten sind warm. Heiß. Heiß. Oh, ey, ist so heiß wie ein Vulkan. Oh, lieber Gott. Das war knapp. Das war auf jeden Fall schwerer als erwartet. So. Jetzt aber. Ich finde, es sieht halt echt geil aus. Ne? Also man muss das hat schon was. Mal, ja, ja, definitiv. Das ist schon was Cooles. Also da bin ich ja ganz ehrlich. Achso, wir könnten hier so ein bisschen Platz lassen. Dann können wir hier gleich noch ein bisschen anrichten. Ja, wir können gleich einmal, genau. 5 Minuten hast du gesagt? 5 Minuten. Also ja, das geht jetzt relativ dann, fix. Dann machen wir nochmal kurz Werbung. Werbung bis zum Endergebnis. Tschüss. Tschüss. So, zum letzten Mal für jetzt. Für jetzt. Für jetzt. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen, empfehlt unseren Freunden und so weiter und so fort. Glöckchen drücken. Glöckchen drücken, genau. Wir probieren jetzt mal. Ich finde, es sieht schon geil aus. Könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen knuspriger sein. Also ich glaube, es war einfach zu, weil der Käse wie man sieht, ist, das ist so... Aber ist halt trotzdem, also ich mag das ja, wenn der Käse halt noch nicht so ganz... Ich finde es auch geiler, wenn es nicht ganz knusprig ist, weil dann hast du mehr, mehr Käsegeschmack. Käseflair sozusagen. So, ich... genau, nimm mal, gönn dir. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht, wenn ich das mal so hochhalte, meine Gabel ist hier irgendwo... Ja, hier, ich würde sagen, das ist nämlich hier... So, also das sieht schon lecker aus. Obwohl, ich glaube, geschmacklich hat sich jetzt auch nicht viel getan, außer dass da jetzt Käse drauf ist. Ne? Du tropfst gerade voll auf deinen... Ist egal, das mache ich gleich sauber. Mm. Doch. Der Käse ist nochmal super, super geil. Und der gibt dem Ganzen noch so ein leichtes, geiles Topping. Geschmacklich ganz, sensationell. Bin ganz ehrlich, das wird auf jeden Fall nochmal gekocht. Ja, das kommt auch... Ich habe auch zu dem Thema... in der Cookidoo-App habe ich bei mir auch jetzt eine Liste angefangen, weil wir kochen sehr, sehr viel Variation. Also wir probieren ja gefühlt auch jeden Tag was Neues aus. Gerne da auch mal bei Instagram, Facebook gucken. Da habe ich mir jetzt in der Cookidoo-App eine Do-It-Again-Liste gemacht.
Da, wo halt genauso da, Rezepte da wird drauf, genau, da wird er drauf landen. Wo genauso Rezepte draufkommen. Wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich nicht immer in dem Kürbis machen, weil mir das einfach zu aufwendig ist. Aber gerade als Soße mit Nudeln vermischt, Tortellinis, finde ich eine super geile Idee. Da wird es auf jeden Fall nochmal passieren. Das ja, gerade Tortellinis, wenn du dann noch Tortellinis hast mit einer geilen Füllung, irgendwie, da kannst du ja auch so Trüffeltortellinis oder so dazu machen. Gibt es auch richtig geile Sachen, so Trüffeltortellinis, da dann der Kürbis dazu. Das ist super lecker. Mega. Na dann. Klare Empfehlung. Definitiv. Nicht vergessen. Sogar meine Tochter wird essen. Wahrscheinlich sogar. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was also Kinder meiner essen. Wird auf jeden Fall, mein Sohn wird auf jeden Fall mal probieren. Unsere Tochter nicht. Ist eine Phase. Ist so eine Phase. Nee, aber ich glaube, das ist ein Ding, was auch für Kinder mal ganz cool ist. Ja, definitiv. Dann aber auch als Kürbis. Dann im Kürbis anrichten. Ich glaube, dann hast du gewonnen. Mhm. Dann ist Halloween Special. Und damit ist es auch zu Ende. Ciao, also.